Microsoft Studios. Hidden Path Entertainment. Initiative Schach verbieten. Ach, hätte ich nur nie Schach gespielt. Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wie man schon am Trailer gesehen hat, ist nicht ganz so alles HD, wie es scheint bei dieser HD Edition. Auch hier der Startscreen sieht noch ein bisschen holperig aus, ein bisschen pixelig. Offenbar hat es nicht ganz alles ins HD geschafft, aber kann man das umstellen? Nee, ne? Volume, High, Fast, alles super. Player Gronk, das bin ich, Friend of Four Colors. Okay. Ach Mensch, was soll ich sagen? Age of Empires 2, ich habe es geliebt. Und zwar körperlich habe ich mich daran gerieben. Nee, Age of Empires 2, ich habe es wirklich geliebt und gesuchtet. Es ist viele Jahre her. Age of Empires 3 fand ich dann, das tut mir leid, nicht mehr so geil. Weil einfach die Maps viel zu klein waren, die Runden waren viel zu kurz. So für alte Strategen war das nicht mehr so geil. Aber Age of Empires 2, jetzt neu in der HD-Edition. Hier sieht man schon, eine HD-Schrift wurde hinzugefügt. Und irgendwo steht ja eine 2013. Das wurde jetzt auch geändert, das ist ganz cool. So. Wir fangen an mit dem Tutorial. Einfach weil es sich so gehört, gehen wir das ganze Tutorial durch. Und das machen wir jetzt in einer Sause und danach gehen wir zum erstmal zum Singleplayer, dann vielleicht noch zum Multiplayer. Aber jetzt eben gerade habe ich gesehen, das Spiel ist schon verfügbar auf Steam. Deswegen dachte ich mir, ich lege mal kurz ein kurzes Ründchen ein. Und hier ist das kurze Ründchen. Wir spielen im Tutorial William Wallace, dem einen oder anderen wahrscheinlich eher bekannt, durch Mel Gibson in Braveheart. Freiheit! So, hier lernen wir erstmal die ersten Schritte im wahrsten Sinne des Wortes. Age of Empires 2 HD Edition. Age of Empires 2 is about empire building, combat and conquest. You start from humble beginnings, a small village in the Dark Ages. You explore to expand your borders, conduct trade to boost your economy, and research technologies to grow your civilization into a mighty empire. Yes. But there are difficulties too. Cunning enemies and rivals that oppose you. Powerful castles to destroy, tyrants to bring down. And if you're skillful and a little lucky, you just might build a wonder of the world and create an empire that will stand the test of time. Oh, yes. Learn how empires are built. Help our first hero, William Wallace, in his fight against his oppressors. Thank you, kind sir. Very awesome of you. We are without a leader. The dead king of Scotland has no heir. War creeps in from the south, where Edward Longshanks, the avaricious king of England, has returned from successful campaigns to conquer Wales and France.
As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon if we have any chance of resistance. We need to forge an army by any means necessary. Ja, das war ja eine unglaubliche Voraussagung und jetzt lernen wir quasi, wie man geht. The English are terrorizing all of Scotland. Mhm. And it's time for us to fight back. Yes. But if we're to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Okay. Follow the path to the blue flag. Ja, ja. First, click the soldier. Good. Now, right click near the blue flag. Juhu. Noch ist ja simpel. Das ist total aufregend. Good. Now, move to the next flag. Click the soldier, then right click near the flag. Ja, 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 ja. Ich mach ja schon. Das ist total, ich raff das gar nicht. Das ist mir viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Excellent. To move to the next flag, you must walk through the black area. Oh no. Moving into the black area reveals more of the map. The black area represents unexplored territory. That's all there is to it. Now go on to the next flag where you'll meet some allied soldiers. So, dann latschen wir mal zur nächsten Flagge. Hier sollen irgendwelche Alliierten auf uns warten. Da sind sie schon. Hello, old chaps. To move all your soldiers at once, click near the units and drag around them. Then right click to move them. Yes, I am. Try moving your soldiers to the next flag. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Oh yes, I can do that. Right click the outpost to attack it. Right on, I did that. So, jetzt hier auf den Außenposten, der Engländer der Bösen. Oh, ein epischer Krieg entbrennt. Oh mein Gott, welch eine fulminante Schlacht. Ich hoffe, mein Prozessor reicht aus. Oh, alter Schwede, wie es hier abgeht. Ja, Nervenkitzel pur. Ist das Ding bald runter? Wieso brennt das überhaupt? Wir greifen mit Schwertern an. The outpost is destroyed. That should slow the English raids. Keep following the path to the village. Das machen wir mal, dann greift nämlich gleich die Engländer an. Ich weiß das zufällig. Home sweet home. But wait. The English are angry that you destroyed their outpost. Oh no. They're coming to attack your village. Oh no. Don't panic. Just click your soldiers and right-click the English soldiers to attack. Yes, I will. Defeat the enemy soldiers and you will have won your first battle. There we go, there we go. Good job. Alle tot. Now you know how to fight back against the English army. Das war total schwer. Scotland has soldiers now, if only a few. But if we are to turn back the greed of Edward Longshanks, we will need many more recruits. Much more gold in our coffers. Okay. These ancient stones and oaks around us will soon be steeped in the blood of clansmen. Yes, yes, ah, I see. Ach so, es geht weiter. Hier, feeding the army. Jetzt lernen wir nämlich, wie wir uns ernähren quasi oder wie wir Rohstoffe abbauen. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass das Spiel auf Englisch ist, weil das Spiel ist einfach auf Englisch. Das ist der Grund, warum das Spiel auf Englisch ist. Und wir lernen jetzt quasi, jetzt haben wir laufen gelernt, jetzt lernen wir, wie man isst sozusagen. An army marches on its stomach. Or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years, but gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. No. Without a strong economy, the meager forces that we've cobbled together will collapse again. Oh no! Hello? To support the Scottish army, you'll need to build up your stockpile of resources. Mm-hmm. Okay. To win, gather 50 food, 50 wood, and 50 gold. To gather food from the forage bush, click a villager. Yes.
Ich gatherer doch schon. Muss ich den noch wirklich mal anklicken? Right click a forage bush near the blue flag. Also nochmal. In the status area at the bottom of the screen, you can see how much food the villager is carrying. The villager continues to gather from the forage bush until he's carrying 10 food. So, 1, 2, da können wir es sehen. Jetzt 10 haben wir schon abgeliefert, aber der Typ quatscht so langsam, wir sind einfach viel zu schnell. The villager will continue working for you, carrying the food to the town center. Ah ja. The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current wood, gold and stone stockpiles. The more villagers you have, the faster you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. Alle Food? Ah, das ist aber viel Food. Komm hier, die beiden legen mal einen schönen Hirsch. Gib mal was Schöneres auf den Teller hier. Lecker, lecker, lecker. Der war eh tot. Guck mal, der blutet schon. So, können wir uns jetzt selber auch Villager machen? Wie viel kosten die überhaupt nochmal? Das ist ja schon ewig her, dass ich das gespielt habe. 50 Food kosten die, 20 haben wir. Na gut, lassen wir die mal gathern, wie sie fröhlich sind. Ich kann leider nicht reinzoomen oder rauszoomen, ne? Das geht bei Age of Empires 3, das ja schon in 3D war. Okay. You now have 50 food. To win, also gather 50 wood and 50 gold. Okay. To gather wood, click a villager, then right click a tree. Will ich das denn überhaupt? Kia. Kia. Okay, die hat schon 22 Food. Alter, wie die sich vollstopft. Das gibt's ja gar nicht. Die macht sich die Taschen voll. Ich warte jetzt, bis er das Essen... Hier, guck mal, der geht da schon hin. Gibt die 10 Food ab. Zack, der geht Holz sammeln. Sobald die ihr Food abgegeben haben, gehen die einfach mal Holz sammeln. So, oder hauen sie den Baum um. Und das Ding ist einfach, Age of Empires 2 war natürlich damals komplett... 2D, also nicht 3D oder sonst was. Keine Zoom-Funktion, kein Janisch. Oh, ich sehe gerade, wir müssen mehr Häuser bauen. Können wir momentan aber... Obwohl, könnten wir vielleicht doch, aber wir brauchen erstmal Holz. So, da schleppen schon erstmal... Yes! Search in the unexplored territory. But why should I do that? Because look, my friend, there is already gold over there and there. We have many, many gold. But we need people to get the gold. To gather the gold. Und ich möchte ja ungern das Viech... Obwohl, wir sind ja im Tutorial. Warum... Wieso gebe ich mir überhaupt so viel Mühe? So. Good job. Beat fear. You now have enough wood. Enough morning wood oder was? Good. You found some gold. Ja. So viele auch noch. Ich wünschte, ich würde hier bei uns mal in der Straße so viel Gold finden. Da würde ich auch abbauen. Kannst aber wissen. Kia, beat fear. So, jetzt noch ein schönes Wäldchen. Das können wir auch abholzen. Aber wir sind im Tutorial. Ich halte mich jetzt mal an die Regeln, damit wir hier nicht allzu lange drin festhängen. Das wird eh noch lang genug dauern, fürchte ich. Plim, 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 plim. Plim, plim, plim. So, wie viel Gold ha... Wieso sammle ich... Ach, da ist Gold. 50 brauchen wir, dann haben wir gleich 50. You're well on your way to making a city. Yes. Excellent. You now have enough gold. You are victorious. Ich bin noch Gronkh. Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown military tactics in Wales, England and France to be very effective, if not cruel and ruthless. Mm-hmm. He's indeed an enemy to be feared. Mm-hmm. The English sacked the town of Berwick upon Tweed. Would that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Oh. Unless we organize our army, there will be more massacres to follow. I pray we can be ready for Longshanks coming. Ich frage mich, wie der Sprecher dann immer in der Kabine sitzt und so komische Stimmen macht. So, ach du Scheiße, 7, The Battle of Falkirk, das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt müssen wir Truppen trainieren, dann Technologie. Aber wir gehen das Tutorial einfach mal ganz knallhart durch, damit wir es einfach haben. In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the city of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up the spear, sword or bow. We must remake these shepherds into soldiers. Von Hirten zu Soldaten. So ist recht bei den Schotten. So, wie sieht's aus? Was soll man machen? We will need many soldiers to defend our homeland.
We'll start by creating villagers. Click your town center. Then click the Create Villager button in the lower left corner of the screen. Schon geschehen. Also nochmal. It takes time for a villager to appear. If your town center is selected, you can see the progress in the status area at the bottom of your screen. Good job. The villager has appeared next to your town center. Now, create another village. You need additional housing to support your population. To build a house, click a villager. Click the buildings button, click the build house button, then click where you want to build the house. Natürlich, das mache ich sofort. Muss ich jetzt wirklich nochmal machen, ne? Ich bin einfach zu schnell für das. More than one villager builds a building, it will go up faster. Ah, yes. Good job. Try building another house. Each house supports 5 units. The population indicator at the top of the screen shows your current supportable population. So, damit bauen wir uns jetzt nach und nach die Dinger aus. Gold brauchen wir auch. Holz brauchen wir auch, ne? Oder haben wir Holz? Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. Ja, Moment. Barracks is a military building. Yes, yes, yes. We'll do that in a minute. Das kann er mal machen eigentlich. Military Buildings und hier Barracks. Barracks Obama können wir einfach mal hier... Packen wir mal da irgendwo ins Gemüse, ist ja egal. Beim Town Center ist mal ganz praktisch, wenn das Ding am Town Center steht, damit die Soldaten das Ding sofort verteidigen können. Aber man kann dann auch später... Das sehen wir später noch. Man kann auch Punkte angeben, wo neue Soldaten zum Beispiel hingehen. Genau wie mit Bürgern hier. Die kann man dann... gezielt einsetzen, dass die gezielt auch woanders hin, hinspawnen sozusagen oder hinlatschen, sobald sie geboren werden. Ist eigentlich komisch, dass man nicht hier Bürger macht, ne? Zu Hause, im Haus, sondern hier im Stadtcenter. Ist da irgendwie so eine Vögelabteilung, wo man dann... Ja, naja. Barracks complete. Now you can create soldiers. Yes. Click the barracks, then click the create militia button. So, jetzt mal... Selecting different buildings or units. Gives you different options in the lower left corner of the screen. Ist ja unfassbar, hätte ich ja nicht gedacht. So, dann bauen wir uns nochmal ein Häuschen hin, damit wir noch mehr Einwohner machen können. Und dann kann einer Riesenarmee ja schon nichts mehr im Wege stehen. That's one militia unit. Create 3 more, and you'll have enough soldiers to protect this area and win the scenario. So, habt ihr gerade gesehen? Click the barracks and quickly click the create militia button 3 more times to make 3 soldiers in a row. Ich mach doch 5. Was willst du mir denn erzählen? Außerdem habe ich jetzt den Punkt da hingesetzt, damit die sofort automatisch dahin gehen, in die Stadtmitte sozusagen. Und da sammeln die sich jetzt. Man kann die natürlich auch direkt zum Feind schicken oder sonst irgendwas, das geht alles. Wobei, dann würde ich die Barracks eher beim Feind in der Nähe bauen oder irgendwo, wo sie das nicht vermuten. Aber wenn der Feind schlau ist, schickt er natürlich Patrouillen ständig übers Feld. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ist lange her. Und dann sieht man sowas auch. Now that you have a few soldiers, you'll be able to defend this area against English attacks. Uh-oh. Ach so. Ich dachte, jetzt kommt noch ein English Attack. Now that we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshan's army will be another matter. The wicked English king has yet to bring his famous longbows to bear. Our militias could only get us so far. We are going to need more advanced weapons. Oh no, my Scottish friend, what will we do? Ah, research and technology. Also Wissenschaft und Technologie sozusagen. Rumors creep in from the south of a giant. No. Leads the forces of Scotland, his great sword driving through earth and man and horse alike. If this mythical knight can hold the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now our smiths are forging swords and fletchers are making arrows and crossbow bolts. Nun gut. Oh, das sieht schon anders aus. English use very advanced weapons and armor. To win, you will need to advance to the feudal age and repel the English raids.
You're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To research loom, click the town center, then click the research loom button. Research loom. Good. Researching technology costs resources, but improves your civilization. While you're researching, you can put your villagers to work and use your military units to explore. Wie explore ich denn nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Es gab noch so einen Auto-Explore-Button, aber ich weiß nicht mehr genau. Oder ging das nur bei berittenen Einheiten? Das ist so lange her. So, ein paar Schafe haben wir jetzt auch gefunden. Und hier kommen wir nicht weiter. Hier ist der Wald zu dicht, den könnten wir abholzen. Robuje? Ach, ich liebe das. So, kommen wir hier irgendwie durch. Ich schicke dir mal einfach da irgendwo ins Off. Vielleicht müssen wir nach unten, ich weiß es nicht genau. Ach, hier ist noch ein Angler. Hier? Was macht der denn da? New technologies and buildings become available when you advance to a new age. To advance from the dark age to the feudal age, you need 500 food. Now you have enough food to advance to the feudal age. However, you also need two buildings from your current age. Hab ich doch. You already have a barracks, so now have your villagers build a mill. The mill is a drop-off point for food, so build it next to your food source. Next to my food source, where might that be? Entweder die Schafe da oben oder ich hau das mal einfach hier hin. Zack. In addition to gathering food at forage bushes, villagers can herd sheep or hunt deer for food. Yes, that we did already, my good Scottish man. So, der kann da mal direkt mithelfen. Und sie auch. Und er auch, weil dann müssten die automatisch... Zack. Ja, Button. The Button. I will press the Button in a minute. Naja, hier, die können aber nicht viel erforschen. Hier ist alles dicht mit Wald. So, hier, fressen haben wir dann genug. Dann können wir theoretisch eine Menge Einwohner bauen. Da oben sind auch noch Schafe. Gold können wir da wegholen. Aber wir advancen mal. Zack, in Richtung... Ah, nee, Taumbell. Ah, ich muss erstmal die Villager fertig kriegen. Okay. Gut, gut, das lässt sich wohl nicht queuen. Und sieh mal eine an. Wir kommen hier nirgends weiter. Wir könnten jetzt Holzfäller bauen wie die Blöden. Aber das lohnt sich einfach nicht. Nicht im Tutorial. Normalerweise wäre das super, wenn wir so viel Holz hätten. Da müssten wir uns erstmal den Weg freischaufeln. Ich erinnere mich auch gerade, ich habe früher... Bei Age of Empires 2 kommt ja so ein Map-Editor mit. Da habe ich früher immer auch so eigene Maps gemacht und so. Die waren eigentlich ganz interessant. Da musste man sich auch erst durch so einen riesigen Wald schlagen, pipapo. Und auf der anderen Seite war dann auch Besuch. Quasi, den man... Also unliebsamer Besuch. So. Die beiden können ja hier mal ein paar Hirsche schießen. Und ansonsten, was haben wir hier so? Wir move mal zur Feudal Age. Feudal? Feudal Age? Wie wird das ausgesprochen auf Englisch? Naja, zum feudalen Zeitalter hier. Zack. Das kostet viele Ressourcen, dauert immer ein bisschen. Hallo? Fehlt mir was? You're on your way to the Feudal Age. Yeah. Also Feudal Age, dann haben wir das ja. Ach, guck mal hier, die haben schon alles abgegessert. Das Schaf will ich nicht mitnehmen. Die könnten dann theoretisch... Ja, nehme ich das Schaf doch mit. Guck mal, das Schaf folgt auch. Oh, wie süß. Das Schafi. Leider keine Schaufeln zum Spenken dabei. Aber wir können die ja erlegen. Worms! The English are making a sneak attack. Willst du mich verarschen? Die drei Hampel, vor allem, wie kamen die denn da durch? Ich wusste, ich hätte die einfach... in der Garnison lassen sollen. Hier beim Stadtviertel. Aber die sind ja eh gleich tot. Offenbar bin ich gleich tot. So, jetzt hau doch mal weg, die Scheiße. Now that the battle is over, create some extra militia units at the barracks to replenish your forces. Not enough food. Oh, what is this? It can't be. So. Ich muss also dringend ein bisschen Food gathern.
Kann ich hier nicht... Ah, da kann ich Felder machen. Reseed Farm. Okay, aber Felder kann ich hier noch nicht bauen gerade, ne? So, wir sind in der Feudal Age angekommen. Die Häuser sehen jetzt komplett anders aus. Yes! Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization. Ah! Near the minimap at the lower right corner of the screen... Yes. ...is the Idle Villager button. Click it. And locate villagers who are not currently assigned to a task. Now that you're in the Feudal Age, you can upgrade your militia to men-at-arms. Click the barracks, then click upgrade to men-at-arms. So, jetzt können wir hier, hier, upgrade to men-at-arms. Das ist ja nicht von, He-Man? Infantry have plus 2 line of sight, okay. Upgrading to man-at-arms will change all your militia units to the more powerful men-at-arms. Ah, more power. I like more power. So, Schafe killen. Können wir, wieso können wir dann keine Felder bauen eigentlich? Ah, wir sind ja im Tutorial, ich vergesse das immer. Was machen die beiden denn da? The English are attacking again. Teach them a lesson with your new men at arms. So, erstmal auf den da drauf. Erstmal die stärkste Einheit weg und dann kann man den Pöbel auch wegkloppen. English are no match for your warriors. Yes, it is true. I am unbesiegbar. So, das war der Teil vom Tutorial. Longshanks has invaded, stormed and sacked the city of Perth. It's worse. He's captured the fabled Stone of Scone and declared himself King of Scotland. What? If we cannot bring about a victory in battle soon, then the Scottish armies will be too demoralized to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish he'd get his forces up to Stirling, where we shall next do battle. Auf nach Stirling, the Battle of Stirling, wir sind fast durch. Und der Longshanks, der hat einen Stein gefunden und hat sich zum König ernannt. Weißt du, neulich war ich unterwegs, habe ich auch einen Stein gefunden. Warum ernennt mich jetzt keiner zum König? King of Cologne oder so, ne? Das ist ja schon, das ist wie so eine Serie. Da fehlt mir eigentlich noch so eine biestige Frau, die mich die ganze Zeit rund macht. Naja, so, jetzt egal, the Battle of Stirling. The time for minor skirmishes is over. We now prepare for war. The villain Longshanks is poised across the river Forth and threaten the town of Stirling with a force of men-at-arms, heavy cavalry, and a multitude of archers. Our newly formed army marches southward to establish our own base and attack the English before they can ready their troops. Nun gut, es ist Krieg. Und ich habe einen Stein gefunden. Defeat the English army and destroy their tower. Wir müssen die bösen Engländer besiegen. Tipps. Dieses Szenario fängt in einem ähnlichen Weg an wie die Random Map Spiele. Nachdem man dieses Szenario gespielt hat, sollte man alles wissen, was man braucht, um ein Random Spiel zu spielen. Also hier so eine Random Mappe quasi hier und nicht vergessen, alles zu erforschen. So. The time has come to take the offensive, kid. The English have a fort near the town of Stirling. If we can defeat the English here, they may think twice about their invasion of Scotland. To win, destroy the English tower to the west. Before we attack the English to the west, we need to build up our forces. Have your villagers start gathering food and wood. Keep making villagers at your town center until you have 10. The more villagers you have, the faster your resources will come in. True, true. So. Der hilft da mal mit. Und hier können wir uns eigentlich mal so eine Mühle bauen. So, denn wir brauchen Villager. Das heißt, wir brauchen erstmal Wohnhäuser und wir brauchen Essen. Jetzt können wir schon wieder 5 weitere Villager machen, wenn wir das Essen haben. Aber Essen haben wir ja momentan zum Glück. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir nur noch, jetzt können wir nur noch 2 machen. Es sei denn natürlich, wir sammeln Essen. Scout Cavalry are poor fighters, but they can see a great distance. Yes, yes. You can use your Scout Cavalry to explore the rest of the map and find the English. You can gain more food by building fishing ships. Yes. To create fishing ships, have your villagers build a dock in the water to the south.
You can specify a location for new units to gather by selecting a gather point. Mm-hmm. For villagers, click the town center and click the set gather point button. What? Ich hab grad nicht zu. You found some sheep. Sheep are a good source of food, so send them back to your town center and assign a villager to gather food from them. Use your villagers to build a mill near your forage bushes. Der quatscht die ganze Zeit, was? Use your villages to build a mill? Ja, hab ich doch gemacht. Der quatscht die ganze Zeit irgendeinen Scheiß. Ich bin dem schon meilenweit voraus. Also, fast. So, hier ist kein Durchkommen. Okay, das heißt, der Weg geht da unten lang. Ich habe nämlich gerade nicht zugehört, wo der Engländer sich verschanzt. Hier rechts haben wir nur Bäume. Obwohl, da geht's noch weiter. Kann auch sein, dass er da ist. Hier ist Strand und Wasser. Und hier sieht es aus. Geht's hier weiter? The hill with the dead tree protects the only access to your town. Yes. It would be a good idea to build a watchtower on this hill once you advance to the feudal age. Of course, I will do a watchtower. But please, bear with me, I need a bit more time, my good Scottish friend. Ich bin leider nicht so der Scottish Speaker. Was ist das da? Sieht merkwürdig aus. Ich will nur gucken, wo der Engländer hockt. Da ist doch der Watchtower. Ich lasse mal mein Pferdchen da abgeparkt. Mal gucken, wann es angegriffen wird. So ein bisschen als Bait sozusagen. Okay, wir brauchen Fressi Fressi. Und Holz werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Hier, drei von euch kümmern sich nochmal um die Büsche hier. Und dann können wir hier schon mal ein paar alte Bäume absägen. Wir machen die noch ein bisschen stabiler. Was brauchen wir? Ach, das habe ich jetzt nicht geguckt. Und die beiden stehen ja auch nur dumm rum und halten Maulaffenpfeil. Die könnten Steine, weiß ich gar nicht. Irgendwo war doch hier Gold, Gold. Aber ich brauche sowieso erstmal Steine. Komm. Machen wir erstmal Steine. Was brauche ich denn, um zu advancen? 500 Food, 2 Dark Age Buildings. Okay, die haben wir gleich. Und Food sammeln wir momentan. Das heißt, wir haben 230 Food jetzt. Die Schafe können wir tatsächlich mal hier hinschicken. Flü, 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 flü. Flü, 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 so, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir haben jetzt hier, können wir neue Villager bauen. Eigentlich können wir das mal machen. 1, 2, 3, 4, 5. Kostet zwar Food, aber im Endeffekt können wir dadurch wieder mehr Food anbauen. Ich hoffe, wir können Felder schon bauen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ob man dafür irgendein Zeitalter braucht oder nicht. Die beiden hauen jetzt automatisch Stein ab, weil die gerade so eine Steindingens gebaut haben. Werden die automatisch dazu assigned, genau wie die drei hier automatisch die Büsche leer fegen. Kann ich, ja, ich kann Felder bauen. Ich glaube, das habe ich damals so gemacht. Und dann so irgendwie. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So. Ach, da kann ich not enough wood. Dann können wir ja eigentlich mal hier irgendwo so einen Holzfäller, da oben vielleicht einen Holzfäller hinbasteln, hier so bei dem Wald. Da. Nein, nicht genug Holz. Okay, wie viel kostet ein Holzfäller? Ist immer traurig, wenn man nicht genug Holz für einen Holzfäller hat. 100 Wood kostet das. How many wood could a woodchuck cut a woodchuck could cut wood? Jo, die beiden holzen dann eben erstmal diesen Scheiß hier mit ab. Oder nee, hier diesen Scheiß, dann kann die da alleine machen. Wir schicken ihr dann noch ein bisschen Hilfe und dann, bis wir 100 Holz zusammen haben, dann bauen wir einen neuen Holzfäller. So. Und da brauchen wir noch jemanden fürs Feld. Und hier könnten wir dann einen Click to add a farm to the queue so that it automatically replanted. Ah, okay. Das heißt, hier können wir automatisch die Felder replanten. Haben wir schon alle gebaut? Tatsächlich. Und wir können advancen. 500 Food haben wir schon zusammen. Nee. Hä? 500 Food. Wir haben aber nur 285. Ah, okay. Das ist der Grund. So. Mit unserem Speer passiert nichts. Wir müssen langsam noch mehr Food sammeln. Holzfäller können wir jetzt schon bauen.
das mache ich mal einfach, weißt du was? So, da machen wir uns gleich nochmal 5 Holzfäller. Da gehen wir hier mal in die Vollen und dann bauen wir als nächstes auch bald eine Baracke. Ich baue immer zu viel Krempel. Aber ich bin immer so ein Ressourcengeier, weißt du? Ich will immer erstmal so ganz viele Ressourcen bauen. So, ich will immer ganz viele Ressourcen anbauen, damit ich auf jeden Krieg vorbereitet bin. Oh, hier wäre auch geil eigentlich für einen Holzfäller. Aber das müsste auf jeden Fall reichen da oben. So, wie sieht's hier aus? Hier ist alles ruhig. So ein bisschen Darth Vader Sound, wenn die geboren werden. So, dann fangen wir hier schon mal mit dem Holzfäller an. Ich würde mal sagen... Ja, hier reicht ja. Robuje. Genau, baust du einfach mal hin. Und du hilfst da gleich mal mit. Zack. Holzklopper könnt ihr vielleicht noch ein paar gebrauchen. Und aufs Feld muss ich noch ein paar schicken. Die zum Beispiel. Ach halt, nein, jetzt hier. So, noch ein Feld. Machen wir einfach mal dahin. Ach, und der Baum ist noch nicht weg. Komm hier, mach den Baum mal weg, dann können wir nämlich noch Felder bauen. Und du baust da oben mal das Holz ab. Zack. Dann haben wir erstmal genug Holz und fressen müssen wir dann auch bald genug haben. 500, um zu advancen. Okay, advancen. Ey, lass mal advancen, Alter. Ich habe auch nichts vor, lass mal zusammen advancen. So, wir können später im späteren Zeitalter können wir ja auch noch so Pflüge bauen, damit wir die Felder schneller bestellen können. Das ist immer sehr praktisch. Ist besser als diese komischen Büsche, die Platz wegnehmen. Und die ja dann eh schnell weg sind, wenn wir die abgebaut haben. So, hier kommt noch ein Watchtower hin. Dazu müssen wir advancen. So, statt Ed Hardy gibt es jetzt advance. Oh Gott, der war echt schlecht. Das ist schon mal voll leid. Ja, sonst ist gerade nicht sonderlich spannend. Passiert nicht viel. Die Engländer verhalten sich auch ruhig, aber die wissen ja nicht, dass wir hier gerade eine super Militärmacht aufbauen. So, momentan sind noch alle beschäftigt, wie es aussieht. Jo. Und wir haben 584 und advancen. Eigentlich, so gut wie wir jetzt ausgestattet sind, können wir noch ein paar Villager bauen und direkt nochmal advancen. Alter, das Wort. Und direkt nochmal fortschreiten in der... The English are coming to attack. To protect your villagers, you can use the town bell to garrison them in your town center. Click your town center, then click town bell. Scheiße, ich habe nämlich noch keine Dingens. Ich habe noch keine Soldaten. Das war ja schlau. Aber zum Glück habe ich ja super Bogenschützen im Town Center. So, der ist auch gleich weg. Good. You defeated the English assault. If you have villagers in your town center, ring the town bell again to send them back to work. So. Da haben wir sie alle rausgehauen. Die da oben hat das gar nicht gejuckt. Die bauen einfach weiter. Die haben die Glocke auch gar nicht gehört. Hier sterben langsam die Skelette. Nein, warte, die Skelette sterben nicht. Die sind ja schon tot. Hier decayen langsam. Alter, da verrotten langsam die Skelette. So rum. Was macht er denn hier? Hier? Ist ja auch voll der Profi. Okay, pass auf, der... Den hau ich nochmal hier aufs... Nee, pass auf, der baut jetzt nämlich erstmal einen Military-Scheiß. Don't forget. Keep exploring the map. Oh yes, I will have... Yeah. You're right, my Scottish, Folksman. Nervt immer ein bisschen, dass man die Karte nicht automatisch exploren kann. Now that you've reached the feudal age, yes. Concentrate on making some soldiers to fight the enemy. You will need at least 12. You're close to an English base. You better not knock down this wall until you've got an army of about 12 soldiers. Okay, wir brauchen 12 Soldaten. Ich weiß gar nicht mehr, nehmen Soldaten Platz in Häusern weg? Das weiß ich gar nicht mehr. Die Baracken wurden gebaut. Ich halte mich erstmal still. Was kann ich denn hier? Da kann ich noch Stables bauen und mit denen kann ich dann zum Beispiel berittene Einheiten erschaffen. Zack, ein bisschen mehr Platz. Darf ruhig sein. Warum stehen die hier so rum?
So, ein bisschen mehr Food kann ja nicht schaden. Und wir bauen uns noch ein paar Bogenschützen. So, hätten sie auch zu zweit bauen können, ist aber egal. Und hier können wir schneller die Felder bewirtschaften, weil das hier bauen. Horse Collar, also so ein Horse, so ein Pferdepflug. Und hier stehen ja auch zwei herum. Na, dann haut euch da mal zu. Und das erste Feld ist abgeerntet. So, hier, zack. Geht das? Geht das automatisch? Naja, dann klicken wir die alte mal drauf. So. Die drei bauen da fröhlich rum. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich guck mal ganz kurz erstmal. Wir sammeln unsere Truppen wo? Ich würde sagen, hier ist doch ein guter Platz. Und dann machen wir erstmal Pikeniere. Also hier Speere. Pikeniere? Heißt das Pikeniere? Weiß gar nicht mehr. Pikinesen. Erstmal Man at Arms. Und wir sammeln zum Glück auch Lebensmittel, das heißt alles gut. So, Bogenschützen können wir bauen. Und hier können wir bauen nur Kavallerie bis jetzt. Das ist natürlich scheiße. So, 5 Bogenschützen. Werden später auf jeden Fall noch mehr. Ich will nur mal ganz kurz gucken vorher. Nehmen die Platz weg oder nicht? So, Man-at-Arms ist complete. Da bauen wir auch erstmal 5. Und wir haben hier 3, die nichts zu tun haben. Wir bauen mit denen so oder so erstmal Häuser. Jo, die nehmen Platz weg. Das wusste ich nicht mehr so genau. So. Dann können wir hier entsprechend für Platz sorgen und dann bauen wir uns eine kleine Armee auf. Wieso kommt der da nicht weiter? Remember, you can upgrade your militia to men-at-arms at the bins. You should always upgrade soldiers when you can afford it. Okay, wir bauen Wheelbarrow. Damit können die Villager quasi 25% mehr Zeug tragen und arbeiten somit schneller. Wir brauchen Food. Okay. Stimmt, wir haben gerade so viel gebaut. Die brauchen ja alle Food. So, ein bisschen Gold können wir eigentlich auch schon abbauen, ne? Was macht er denn da eigentlich? Pass auf. Den schicken wir jetzt mal zum Gold abbauen. Und die Bogenschützen sammeln wir vielleicht dann doch lieber mal hier oben. Statt da unten mitten im Goldfeld. So. Die sind auch gleich fertig da unten. Und schon können wir 50, 55 Einheiten supporten. Hier ist ein Feld fertig geworden. Zack. Und unsere drei Bauernfreunde, die können gleich Gold sammeln. Da ist auch einer fertig. So, die können gleich mit Gold sammeln und... Wo ist er denn? Wieso sammelt die hier Holz? Ist sie doof? So, ab in den Steinbruch mit dir und du genauso. So. Dann können wir hier eigentlich noch einen Fischer bauen, wie es aussieht. No, at least 12. Ah, okay. Twin destroy the English Tower to the West. Ja, ja, momentan sind wir noch nicht so weit. Wir lassen uns dann noch ein bisschen Zeit und bauen unsere Armee noch aus. So, Pikeniere. An die Man-at-Arms. Ein Spearman können wir eigentlich auch machen. Ich guck mal ganz kurz, was brauchen die denn? Gegen Kavallerie, vor allen Dingen gegen Kriegselefanten. Und die haben gegen Hügel, okay. So, und das nächste Feld ist fertig. Futter kriege ich jetzt langsam. Was brauche ich denn dafür? 175, okay, das haben wir dann durch. Zack. Hier kann ich noch Tracking. Okay, okay, das ist jetzt aber nicht so spannend. Da spare ich mir die Ressourcen mal lieber. Hier kann ich auch noch nichts machen. Und hier mache ich mal... Ach Mist, ich brauche Food, Food, Food. Food!
59, jetzt kann ich doch noch einen bauen. Zack, dann haben wir 5. Ich mache immer 5er Einheiten. Ich weiß nicht warum. Ich mache das mal in 5er Schritten. Now you have a large enough force to attack the English base. Charge! Keep your villagers working just in case you suffer casualties. I need to make more troops. Yes, yes, but I need food first. Ich kann die ja nicht angreifen, ohne genug Futter zu haben, weißt du? Wir haben noch 32 von 55. Ich kann mir. Ah, jetzt kann ich mir. Moment. Wheelbarrow ist durch. Dann baue ich mir. Braucht das Food? 75. Alles braucht Food hier irgendwie. So, ein Villager und noch ein Villager. Die können gleich nochmal Felder bewirtschaften. Eieieiei. Also, Stein habe ich auf jeden Fall genug, wie es aussieht. Gold noch nicht ganz so viel, aber das wächst jetzt langsam. Aber mit dem Essen haben wir echt immer Engpass. So, die gehen jetzt eh da nach oben, ne? Um sich da zu sammeln irgendwo. Hier. Vielleicht sollte ich die Holzfäller auf hier verlegen, dann könnte ich wesentlich mal Platz für die Felder finden. Remember to upgrade your weapons and arms at the blacksmith. You do have a blacksmith, don't you? Blacksmith? Haben wir überhaupt schon einen? Ist das kein More Buildings? Achso. Oh, haben wir noch gar nicht. Na gut, ist schon alles ein bisschen länger her, ne? Wisst ihr? Baue ich den mal. Da so hin. So. Die schafft das schon. Dann kann ich alles upgraden und dann hole ich mir nochmal ein paar Leute. 187 Food haben wir jetzt wieder. Das reicht aber leider nur für 3. Wir warten noch ein bisschen. Berittene Einheiten hätte ich ja gerne, aber für die müssen wir noch ein bisschen advancen. Was braucht man denn noch dafür? Wir können momentan gar nicht. Ach, wir können wahrscheinlich gar nicht advancen, weil wir noch im Tutorial sind. Ich vergesse das immer. Nein! So, der Blacksmith ist gebildet. Forging, 150. Plus 1 Attacke, plus 1 Normal Pierce, Scammer, alles Food, 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 alles kostet Food, scheiße. Okay, 100 Food, komm, wir tun's. Forgere, und die haut uns jetzt auch noch ein bisschen Futter in die Luke. Scheiße, ich hab das Feld da oben falsch gesetzt. Ja, ist auch egal, komm. Ist ja auch Wurst, sieht jetzt nicht schön aus, normalerweise habe ich das gerne, natürlich, ihr kennt mich, normalerweise habe ich das gerne symmetrisch, aber wenn's nicht geht, dann geht's nicht. Und ich guck mal ganz kurz, kann ich hier für... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich für berittene Einheiten sorgen kann. So, Papp. Padded Archer Armor. Plus 1 Attack, plus 1 Range. Kavallerie. Manchmal plus 1 Attack. Zack. Hier ist das Feld wieder leer und wir bauen uns nochmal 3 Arbeiter für Food. So. Ja, ja, wir greifen ja bald an. Und ich kann hier unten meine Fischerhütte setzen übrigens. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Ansonsten läuft es hier eigentlich schon ganz gut. Und wenn es hier so ruckelt, ne, hier beim Dingens, das liegt am Spiel. Das liegt jetzt nicht am Rechner, das liegt wirklich am Spiel. Mit den Pfeiltasten sieht das dann so aus. Ist halt nicht sehr smooth, das Scrolling. So, ein Fischer. Zack, ein paar Docks setze ich mir hier hin und die Arbeiter in Zukunft hier hin. So, dann bauen wir da noch ein... Ja, das Feld ist ein bisschen weit weg, ne? Mach ich mal einfach da hin. Vielleicht kriegen wir dann da noch eins hin. Aber ich wünsche, ich hätte die Bäume hier weggemacht, statt die da oben. Hauptsache, wir kriegen schön Futter zusammen. Jawohl, das passt noch. Super. Na, das hatte ich ja gerade vor. Fishing Chip. Zack. Eins. Vielleicht noch eins. Kostet ja nur Holz und wir brauchen auf jeden Fall Fressen. Und die kann noch ein Feld bauen irgendwo. Sagen wir mal da. So, die bräunen sich in der Sonne, die haben so gar nichts zu tun. You're in the army now. Don't forget.
Keep exploring the map. The map? Yes, I will keep exploring the map. Fish. Click a fishing ship and right-click on a leaping fish. Yes, of course. The fishing ship will collect fish and automatically return them to the dock. Fishing ships are also useful for exploring. Ach, Wood. I need Wood. Wieso habe ich nur so wenig Wood? Die sammeln doch schon wieder Weltmeister, aber vielleicht... Build a barracks and 5 militia to defend your villagers and explore the map. Hä? Wir machen doch schon brav. Was will der denn? So, haben wir da noch eins im Bau? Nee, ne? Nee. Okay, 2 reichen noch. Villagers can also build farms. Build 4 farms near your mill when your forage bushes are depleted. Each farm needs only one villager working on it. Aha, na, da kommst du aber früh mit der Info. Die Büsche sind ja schon seit 1000 Jahren weg. Was will der mir denn erzählen, der Onkel Klaus? So, die Archer, die graden wir auch mal ab. 100 Food, 50 Gold. Zack. Und wir können hier noch... 10, doch, können wir noch machen. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht haben wir noch mal ein paar Speermänner. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir die mal ein bisschen platt da drüben. Leider kann ich hier nicht advancen, ne? Hier, Townwatch machen wir auch mal. Wir exploren mal alles, was geht. In der Blacksmith machen wir auch nochmal 100 Food. Jetzt haben wir es ja. So, und die müsste jetzt die Ernte doch automatisch. Genau, die bringt die Ernte automatisch aus, weil wir das jetzt hier in der Pipe haben. Aber auch nicht mehr so viel. 60 kostet es. So, ich weiß gar nicht, warum das Holz kostet, ein Feld zu bewirtschaften. Ist mir ein Rätsel. Aber ich frag da gar nicht nach. So, Skirmisher. Attack Bonus versus Archer. Von denen können wir eigentlich auch noch ein paar bauen, ne? Ich weiß gar nicht, wie groß meine Armee dann ist. Das weiß ich gar nicht, wie viele Leute wir da haben. Steht das dann da? Nö. Wir können es ja einmal mal probieren und stellen uns hier lieber noch ein paar Leute ab, die uns defenden. Nur just in case sozusagen. Und hier können wir, ach. Stone 15% faster. Und hier, das haben wir ja schon mit der Axt. Das müsste ja gehen. Und die könnten ja dann 100 Food. Doch, das geht. 75 Wood. Komm, Holz, Holz, Holz. Gib mir 4 Holz. Gib mir 4 Holz. 4 Holz, komm schon. 4 Holz. Ding dong. So, da sind sie. Und wir erforschen gleich mal wieder alles. Und ich baue mal, glaube ich, nochmal 5 Villager, die hier einfach mal alles den Wald auseinandernehmen. So, die stelle ich dahin ab. Achso, das war er. Ich dachte gerade, wie schnell ging das jetzt mit dem Villager? Hätte mich ja gewundert. So, auf jeden Fall, das sind schon ein paar Leute, die wir da zusammentrommeln. Und eigentlich könnte ich mir einen Outpost auch mal bauen. So, hauen wir den da hin. So, dann hauen wir den Wald da hinten auch mal weg. Dann können wir hier nämlich bequem noch ein paar Felder hinbauen. Easy peasy. Wobei, jetzt klappt es ja auch mit dem Food. Was? You need more? Was? Habe ich gerade nicht gelesen. Ah, okay. Was? Kann ich nicht mehr... Ach so. Scheißendreck. Ich muss Häuser bauen. Stimmt ja, die waren ja alle noch in der Pipe. Ich dachte, das wird da sofort abgezogen. Aber das, habe ich wohl falsch gedacht. So, bauen wir uns mal da hinten noch ein paar Häuserchen hin. 149. Huch! So, immerhin ist es Krieg. Was macht denn die Alte hier? Die hat wohl auch einen Schleudergang im Kopf gerade.
latscht jetzt hier hinten hin, um für da Steine zu kloppen. Na gut, vielleicht aber gehen uns da unten langsam die Steine aus. Vielleicht baut die da einfach auch mal so ein Ding hin. Ist doch wesentlich effizienter, als wenn die dauernd die Wege läuft. So, erste Haus steht und wir können weiter irgendwelche Leute bauen. Da kommen sie schon. So, dann hauen wir uns da oben einfach mal den Wald weg. Holz sieht nämlich immer noch ein bisschen mau aus. Ich glaube, ich hätte direkt zwei Holzfäller bauen sollen, aber wir müssen am Anfang immer so ein bisschen... Ich will am Anfang immer am liebsten gleich alles bauen, aber das dauert halt alles so ein bisschen seine Zeit. So, damit haben wir die Holzfäller da oben fertig. Hier beim Blacksmith 150 Food, das geht. Wir haben auch schon 1000 Food, krass. Können wir schön alles erforschen. Und hier 75 Food, warum nicht, komm. Was soll der Geiz? So, die sind fertig. Das Ding hier können wir theoretisch abreißen dann. Plump. Den Holzfäller hier lasse ich nochmal stehen. Und die siedeln automatisch nach da oben rüber und geben das dann gleich da ab. Das ist ganz praktisch. Die Goldleute haben noch zu tun. Da oben ist notfalls auch noch Gold. Und wir können... Ja, Food brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich könnte jetzt just for fun noch irgendwie ein Schiff machen. Damit exploren, pipapo. Was ich noch mache, ist mir jetzt einmal einen Villager schnappen. Ausgerechnet noch eins von den Holzfällern. Und dann baue ich mal, wie der Typ das vorhin wollte. Baue ich hier mal noch so ein Ding dran. Oder? Doch, mach ich hier mal so einen Beobachtungsturm hin. So, theoretisch können wir ja auch eine Wand bauen, eine Steinwand, pipapo, können es total absichern, lalalala. Wo ist denn unser Forscher Heinz? Hier ist der Forscher Heinz. Den schicken wir ja mal irgendwo ins Gemüse. Da kann ja mal ein bisschen rumgucken, was es da so gibt. Und ich hoffe, der Computer hat jetzt nicht inzwischen auch eine riesige Armee, während wir uns hier verlustigt haben. So. Wir haben es ja. Ist ja egal. Komm, hauen wir die alle raus. Kann man hier eigentlich noch ein Militärboot bauen? Oder war das Age of Empires 3? Oder war das Civilization? Weak Attack, used to scout the water. Trade Corp, Transport Ship. Used to move your units across water. Ist der am Wasser? Das weiß ich nicht mehr. Ja, der ist am Wasser, aber da... Weiß ich nicht, ob wir da hinkommen. Und ich habe gerade gehört, ein Feld ist alle. Und wir machen hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. ...125 Holz. Komm, wir bauen ein Transportschiff und gucken mal, was passiert. Ob wir da vielleicht ein paar Einheiten einschleusen können bei ihm. Und schlimmstenfalls können wir ja so ein bisschen ausbaldowern, was da Sache ist. So, der hat auch nichts zu tun. Der Turm steht. Und aus Spaß, ich mache mir immer gern diese Watchtower, weil die schießen auch. Hätte ich eigentlich gleich dahin bauen können. Und aus Spaß, wenn ich es mir leisten kann. Wie viel kosten das nochmal? 25 Wood, 125 Stone. Also Stone haben wir ja. So, aus Spaß mache ich das immer so. Und meistens mache ich dann noch so ein... Bei engen Schluchten oder sowas mache ich dann noch so einen Gang aus den Watchtowern. Das ist so ein bisschen wie... Spießrutenlauf. Das heißt, die Leute müssen da durch mit ihrer Armee. Und werden da quasi schon mal ausgesiebt. Das habe ich früher mal ganz gerne gemacht. Zack. Und der kann ja hier eigentlich fröhlich mithelfen. So, theoretisch kann man noch einen bauen. Ich lasse die erstmal und hier haben wir... Naja, hier läppert sich die Armee so langsam. Hier ist unser Transportschiff. Das haue ich mal dahin. Und vorher mache ich nochmal ganz kurz... Tradecock Fishing Ship. Manchmal so eine kleine Galeere, die ist schnell und wendig. Und mit der können wir das Wasser erforschen. Das mache ich mal eben ganz kurz. Nicht, dass wir dann Überraschung erleben oder wir können vielleicht schon ein bisschen ausspionieren. Schauen wir mal.
So, und er hier kann ja mal, ich meine, da ist eh nur Wald, da wird eh nicht mehr viel sein, auf der rechten Seite wahrscheinlich genauso. So, wie sieht's aus? Galeere 50. Good. Your watchtower will fire on enemy units and help protect your town. Ah, yes, yes, thank you, thank you. La 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 la. Also hier zum Beispiel hätte ich mir dann 4 Reihen mit Wänden machen können oder sowas, also mit Stadtwällen, hier so 4 Reihen. Und hätte dann einfach so in der Mitte einen Durchgang gemacht, wo dann immer diese Watchtower sind. Pam, pam, pam. Sodass die sich da drin sammeln. Hier ist natürlich noch eine extra Reihe, die das Ganze abschließt, damit die da nicht durchkommen, sondern ein Hindernis haben. Und dann schießen die Watchtower die ganze Zeit von allen Seiten auf die einen und sieben dann schon mal alles aus. Und hinterher kann ich dann ganz bequem die Einheiten auseinandernehmen, die noch übrig geblieben sind. So, ich düse hier mal ein bisschen durch die Pampa. Da ist wieder ein... Alter, was denn hier los? Don't forget. Keep exploring the map. Ja, I'm just right now doing that. Ach, guck mal, hier können wir auch auf die andere Seite übersiedeln, können da weiterbauen. Das ist immer sehr geil. Ist eine geile Strategie, zum Beispiel, wenn der Feind dich angreift oder sonst was. Du hast aber schon längst irgendwo ein anderes Stadtcenter gebaut. Oder du baust Fake-Stadtcenter, um so zu tun, als ob das dein Zentrum wäre oder sowas. Bist aber in Wahrheit schon wieder ganz woanders. Ist vor allem gut, wenn man gegen Leute spielt, die die Karten schon kennen. Aber die kennen meistens ja auch die Tricks. So, auch schön ist einfach von der einen Seite angreifen und von der anderen Seite, also von der anderen Seite mit einer, von der Hauptseite mit einer kleinen Armee angreifen und von der anderen mit einer großen. Ja, sieh mal einer an. Das heißt, wir können... Ich will nicht angreifen. Bist du doof? Das mache ich doch gleich. So, dich parke ich da mal ab. So, Fische haben wir auf jeden Fall genug. Also mit Essen werden wir keinen Mangel haben. Aber wie ich gerade sehe, werden wir den eh nicht haben. So, 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir da schon mal 5 Felder wieder? Und ich würde mal sagen, der erste Schub geht schon mal an Bord. Und wir haben ja genug eigentlich, wir haben ja genug Zeug. Das heißt, wir können ja fröhlich die ganze Zeit irgendwelche Watchtower bauen. So, la 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 la. Sollte da eine Armee durchkommen, dann viel Spaß. So. Müssen jetzt euch allzu viele sein. Oh, ich glaube... Ach, 5 passen da nur rein. Ist natürlich ein bisschen erbärmlich. Hätte ich gleich mehr machen sollen. Aber egal, dann kann ich ja schon mal gucken, was da los ist. Also 5 ist echt wenig. Ich würde da gleich mit einer ganzen... Mit einer riesen... Hallo? So, das hat sich wohl gerade festgekantet. Dann lade ich hier schon mal im Versteck so ein paar Truppen ab. Hinter den Stadtgrenzen. Aber leider mit fünf normalen Milizen ist das ein bisschen lahm eigentlich. Und hier haben wir ja auch noch ein paar, die verladen werden müssten. Das sind einfach zu viele Leute, die ich da habe. Nee, das bringt nichts, wenn ich die jetzt einzeln rüberschipper. Das dauert einfach zu langsam, zu lange. 5 Leute, ganz ehrlich, was ist das denn? Da schleppt meine Mutti mehr Leute. Und da jetzt immer hin und zurückfahren, na, höchstens... Ja, dann mach ich das mal. Da muss ich nämlich die Stadtmauer nicht angreifen. Keine Ahnung, was es bringt. Wir übertölpeln einfach mal das Tutorial-Skript. Mal gucken, was passiert. Wir sollen ja auch noch die Dinger hier wegrotzen, ne?
So, das war der Armee-Sound. Ich habe jetzt hier gerade mal auf meinen imaginären Bongos getrommelt. Ach, weißt du was, komm, das ist das Tutorial. Wir könnten jetzt heimlich einfallen, bla bla bla, aber wir müssen das Tutorial noch abschließen. Bin ja schon bei einer Stunde vom Tutorial. Komm, hau mal weg. Ich habe auch niemanden zum Schutz daheim gelassen übrigens. Vielleicht ändere ich das mal ganz kurz. Oh, geht da gar nicht. Oh, die brauchen Feld, sehe ich gerade. Aber die kann ja mal schnell... Na jetzt, dahin. So. Zack. Das wird ja für den Anfang reichen. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus, wie die sich aufgestellt haben. Die Watchtower sind platt. Und wir brechen einfach mal durchs Frontgate da rein. Und wir fallen ihn von vorne und von hinten in den Rücken. So, die Bogenschützen, bitte hier schon mal auf die konzentrieren. So, yay, Scottish Man, wieder vereint. We are so glad. Und dann strömen wir einfach hier mal rein. Und ballern alles weg, was hier so steht. Ach komm, was ist das denn da? So, und alle auf den Turm. Schade, dass ich keinen Indikator sehe, wie down der Turm schon ist. Aber wie man sieht, sind die Türme ein bisschen robuster als der übliche Scheiß. Deswegen, und wir haben da so viele stehen am Eingang. Das war's? You have destroyed the English camp. The Battle of Stirling is sure to end in victory for the Scots. Yeah. Now that you know how to build up, advance through the ages and find and fight your enemies, you have all the basic skills you need to play a random map game. The most common type of game in Age of Empires 2. Random maps, ah, I see. Population Limit, was? 75? Wir dürfen nicht mehr als 75 Einheiten haben, das muss ich mal irgendwann hochstellen. Ich glaube, das konnte man auch hochstellen, so mit maximal irgendwas. Was?